Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt in Jurassic World Evolution. Das Projekt macht mir momentan mega Spaß. Ihr seid auch richtig krass aktiv mit am Start. Ihr liked immer und ihr schreibt so viele Kommentare. Ist richtig nice. Ich habe es leider noch nicht geschafft, von der letzten Folge alle Kommentare zu lesen. Aber ich habe sie schon mal so ein bisschen grob überflogen. Und einige von euch schreiben auf jeden Fall, dass wir richtig Platzmangel später kriegen werden, wenn wir den Jurassic Park so weiterbauen, weil ich hier wirklich sehr verschwenderisch arbeite. Aber da haben dann auch andere zum Beispiel runtergeschrieben, dass ich ja gesagt habe, dass die Priorität bei den Schlüsselszenen aus dem Film liegen, die man halt im Film sieht. Und denen werde ich dann auch so viel Platz wie möglich widmen. Und wenn wir es dann schaffen, zum Beispiel ein Baryonyx-Gehege oder sowas nicht zu bauen, was man im Film eh nicht sieht, dann finde ich das später auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Auch wenn es dann im Originalpark damals vorhanden gewesen sein soll, aber im Jurassic Park 1 Film sieht man den Baryonyx ja zum Beispiel gar nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Also am wichtigsten ist jetzt erstmal, dass wir alle Szenen nachbauen, die man im Film sieht, und dann werden wir gucken, was wir noch so rundum in den Jurassic Park 1 dann noch einbauen können vom Platz her und was nicht. Da werden wir dann das Beste hoffentlich draus machen. Aber heute kommt jetzt erstmal eine richtig, richtig coole Szene. Eine Szene, die ich eigentlich schon viel eher anfangen wollte, es aber nicht geschafft habe, auf die ich mich sehr freue, nämlich hier, wir bauen endlich dieses Gewässer, das muss natürlich an eine andere Stelle. Und ich habe ja eigentlich schon festgestellt, dass dieses Gewässer hier viel zu groß ist. Also von den Verhältnissen und so passt es einfach nicht. Und wir werden es natürlich so nah wie möglich wieder an den Film bauen. Aber als allererstes müssen wir natürlich festlegen, also hier ist ja die Baumreihe, wo die Jeeps stehen. Hier standen dann Alan Grant, Ellie Sattler, wer war da noch bei? Ach, alle eigentlich, mir fallen gerade die Namen nicht ein. Ian Malcolm und wer ist denn der bärtige Mann mit dem weißen Bart? Wieso fällt der mir gerade nicht ein? John Hammond, so, oder Hammond. Genau, die standen dann hier, haben dann ja hier den Brachio gesehen und dann drehen sie sich um und sehen dann sozusagen das Gewässer. Werde ich euch gleich auch auf Screenshots zeigen. Und jetzt geht es erstmal darum, wo das Gewässer sein wird. Ich schätze, dass es irgendwo in diesem Bereich sein wird. Und ich glaube, wir werden richtig Probleme hier mit dieser Kurve kriegen. Aber genau das werden wir jetzt erstmal in der Planungsphase wieder so ein bisschen ermitteln. Und dann schauen wir mal weiter. Und da sind wir auch schon in der Planungsphase, wieder in Photoshop. Und das war ja hier die Szene, die wir als letztes in der letzten Folge nachgebaut hatten. Und ich war auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ihr in den Kommentaren auch. Und deshalb geht es jetzt endlich an folgende Szene. Nämlich diese Szene werden wir jetzt nachbauen. Das wird jetzt die Szene, die wir für die heutige Folge angesetzt haben. Ich könnte sogar, vielleicht schaffen wir sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es noch nicht. Kann gut sein, je nachdem wie lange das hier wieder dauert. Aber ich werde natürlich versuchen, diese Szene wieder so gut wie es geht nachzubauen. Und ich habe noch mal ein paar Zwischenscreenshots gemacht, um zu ermitteln, wo dieses Gewässer denn jetzt genau ist. Also die Ausgangsposition, die wir momentan haben, also das hier ist nicht mal die Ausgangsposition, das kann ich schon mal verraten. Die Ausgangsposition, die sieht man, glaube ich, hier noch mal ein bisschen zurück. Also das ist eigentlich so unsere Ausgangsposition. Das ist eigentlich immer unsere Orientierung, die Jeeps. Die haben wir nämlich auch schon an der richtigen Stelle einigermaßen geparkt. Und von dieser aus werden wir natürlich jetzt gucken, dass wir das Gewässer an der richtigen Position dann platziert kriegen. Und dafür habe ich, wie gesagt, noch ein paar Zwischenscreenshots gemacht, die dann nach dieser Filmszene kommen. Und da kommt nämlich als allererstes, als Alan Grant das so ein bisschen realisiert, dass er richtige Dinosaurier hat und sogar einen T-Rex hat, der 52 km/h schnell ist oder so. So war es, glaube ich. Da bricht er dann erstmal so ein bisschen zusammen. Und dann sieht man, dass hier John Hammond, ich komme heute mit den Namen voll durcheinander, ich weiß nicht, was los ist, auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung guckt. Das sieht jetzt witzig aus, aber ja, ich kann es schlecht darstellen. Aber ihr seht ja die Richtung, wo er hinguckt. In diese Richtung sind sozusagen, ist der See und die Dinosaurier, weil er dann da hinguckt und sagt, willkommen im Jurassic Park. Das ist so ja die Schlüsselszene. Das heißt, in die Richtung, wo er jetzt guckt, ist dieser See und das, was die dann sehen werden. Im Hintergrund sehen wir ganz gut die Jeeps, die können wir, wie gesagt, als Orientierung benutzen. Und hier sieht man es dann auch nochmal, er bricht zusammen, das hat man ja hier gesehen, da bricht er zusammen. Und dann erblickt er so langsam und dann guckt er auch in die richtige Richtung. Das hier ist so die Richtung, in die das Gewässer ist. Und hier hinten sieht man den Jeep noch ganz gut als Orientierung. Das heißt, hier hinter ihm ist die Baumreihe. Das heißt, von der Baumreihe weg, ein bisschen nach rechts, ist sozusagen dieser See. Die nächste Szene ist dann das, da sieht man ihn auch nochmal. Hier hockt er nämlich. Und ja, das heißt, der See ist auf jeden Fall rechts von der Baumreihe, so ein bisschen nach vorne. Da müssen wir gleich nochmal dann
ja, in-game schauen, aber ich glaube, wir werden echt Probleme kriegen. Kann gut sein, dass wir die Baumreihe dann gleich auch nochmal umplatzieren müssen. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in-game und dann gucken wir mal. Und da sind wir auch schon wieder in-game. Und ich nehme jetzt erstmal diesen Screenshot, wo wir John Hammond von vorne sehen, wie er in die richtige Richtung guckt. Ihr seht jetzt ja ganz gut die Jeeps so im Vergleich. Ich versuche das jetzt so von der Kamera zu positionieren, dass wir ungefähr die Szene nachgestellt haben von den Jeeps her. Ja, das passt schon so einigermaßen, ne? Mit der Baumreihe hier im Hintergrund. Und dann könnte man fast sagen, ich markiere das mal mit Erde oder mit Sand. Sand sieht man, glaube ich, ein bisschen besser. Die stehen so ein bisschen entfernt von den Jeeps, aber auch gar nicht so weit. Also ich glaube, die sind ungefähr hier an dieser Position. Kommt das hin? Ich glaube schon. Und hier sind sozusagen die dann zusammengebrochen. Und er guckt eigentlich so in diese Richtung, würde ich sagen. So hier so hin, in diese Richtung. Das soll ein Pfeil sein, Leute. Ich hoffe, das könnt ihr erkennen. In diese Richtung guckt er auf jeden Fall. Wir können das Ganze jetzt nochmal eben mit den anderen Screenshots hier vergleichen. Ich schalte ihn mal eben durch. Ja, hier sieht man jetzt nochmal, wie er hockt. Das kommt von der Richtung, glaube ich, relativ gut hin. Also ich glaube, diese Richtung ist schon ganz gut. Eventuell noch ein bisschen weiter. Das ist vielleicht nicht so smart, was ich hier mache, aber ich denke mal, ihr könnt es ganz gut nachvollziehen. Also, ich denke mal, das ist entweder so ein bisschen in diese Richtung, wo jetzt dieser Strich hin zeigt, oder so ein bisschen weiter nach rechts. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Also so auf jeden Fall ungefähr vom Blickwinkel, vom Blickradius, müsste das irgendwo in diese Blickrichtung sein, was ich jetzt einzeichne. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wenn wir dann mal auf den nächsten Screenshot springen, dann sehen wir das auch ganz gut, dass das passt. Und das heißt, da unten müsste dann das zu sehen sein, was ihr jetzt oben rechts seht, nämlich dieses Gewässer mit dem Brachius und so. Und ich habe mir vorhin schon gedacht, dass wir jetzt echt Probleme kriegen werden, weil ihr seht ja, wir können das hier nicht machen, weil hier unsere Kurve und Strecke ja lang läuft. Und ich glaube, wir könnten zwar die Kurve verkürzen, dass man hier relativ schnell schon links fährt, aber ich glaube, selbst dann würde das sehr eng werden vom Platz her, weil rechts eigentlich noch Wiese sein muss und sowas. Ich glaube, wir könnten da eher so ein bisschen anders variieren, indem wir diese Baumreihe hier nochmal so ein bisschen verlegen, weil die könnten wir ja so ein bisschen ja so platzieren, wie wir das gerne wollten. Ich habe die dann ja einfach hier direkt angefangen nach dieser Szene hier. Aber die könnten wir quasi noch so ein bisschen drehen vielleicht und ein bisschen später anfangen lassen. Also, dass wir diese Baumreihe nochmal abreißen und nochmal neu bauen und die vielleicht erst hier beginnen lassen. Also, ich zeichne jetzt sozusagen ab hier, ab diesem Punkt nach die Baumreihe und dass die vom Winkel her so ein bisschen in diese Richtung geht. So ungefähr. Vielleicht ist das schon ein bisschen zu viel. Und dann würde sich das Ganze halt so ein bisschen verschieben. Dann hätten wir ungefähr hier die Jeeps stehen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen. Das ist halt mega random hier. Aber ich glaube, das geht schon. Und dann würde sich halt dieser Blickradius nach hier verschieben. So, in diese Richtung, wenn wir die Baumreihe verschieben. Und dann hätten wir, glaube ich, nicht mehr das Problem so sehr, dass wir da nicht genug Platz haben. Weil dann hätten wir hier genug Platz, auch für den See, für die Wiese. Der würde dann hier auch schön, aber es ist schön am Rand sein. So ein bisschen mehr am Rand wäre schon nicht schlecht. Ich denke, das passt schon. Wir könnten natürlich auch noch weiter vorgehen mit der Reihe. Das wäre gar nicht mal so doof. Ich meine, die können wir im Prinzip da bauen, wo wir wollen. Wir könnten auch versuchen, dann würden wir voll Platz sparen, die Baumreihe, zeichne ich jetzt nochmal ein, wir könnten versuchen, die Baumreihe hier hin zu zeichnen. Und dann würde sich das Ganze mit diesem Radius nach hier vorne verschieben irgendwo. Also hier irgendwo hin. Und dann hätten wir echt Platz gespart. Frage ist nur, ob das Parkgrundstück hier groß genug ist. Ja, hier wird es ein bisschen eng. Also ich glaube, so ein bisschen vor und nach links noch. Also ich glaube, genau hier zwischen wäre gar nicht schlecht. Dann würden wir wirklich platzsparend arbeiten. Das wäre, glaube ich, richtig smart. So, ich habe das jetzt nochmal alles entfernt. Jetzt gucken wir nochmal von oben. Also die neue Baumreihe. Also diese hier würde ich deleten. Und die neue Baumreihe wäre dann sozusagen der Stein hier. Das müsst ihr euch jetzt mal eben vorstellen. Natürlich würde ich dann das Land auch noch dementsprechend anpassen. Das heißt, die Jeeps würden ungefähr hier stehen, an dieser Stelle. Ich nehme mal so ein mit Weiß oder mit Sand. Da würden die stehen, dann würden die hier ungefähr sitzen. Und der Blickradius, wo die hingucken, der wäre ungefähr na, so in diese Richtung. Da unten müsste dann der See sein. Und dann würden wir, glaube ich, echt platzsparend arbeiten. Würde auch auf jeden Fall klar gehen. Dann würden die hier um die Bäume fahren. Hier dann ein Stück entlang und dann würde da die Brachio-Baumreihe kommen und hier würden die dann auf den See schauen. Die Frage ist nur, passt das dann hier hinten? Aber eigentlich ganz gut sogar, ne? Weil auf dem Screenshot geht es dahinter auch so ein bisschen runter. Wenn wir hier dann noch
Sieht eigentlich echt cool aus hier, die Position. Ich glaube, das könnte mega gut hinkommen. Wenn wir dann hier den See hinmachen, wir müssten halt gucken von der Distanz her. Ich meine, so weit ist es gar nicht von der Distanz mit dem See. Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Ich werde das mal ausprobieren, Leute, mit der Markierung hier. So, Leute, die ganze Baumreihe hat sich jetzt so ein bisschen verschoben. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass sie trotzdem noch so ein bisschen bergauf geht, wie sie auch im Film ist. Aber so ein paar Kleinigkeiten und so können wir später auch noch ändern. Jetzt wäre der Blickradius ungefähr dieser hier. Und das würde ja, glaube ich, sogar passen. Also wenn wir hier später dann den See unten machen, dann könnten wir hier auch noch ein bisschen Wald entfernen. Die Kurve könnten wir auch noch enger machen zur Not hier. Und dann sollte das mit dem See eigentlich relativ gut hinkommen. Und dann muss ich sagen, haben wir wirklich platzsparend gebaut. Weil dann haben wir hier den See unten, direkt in der Ecke. Und dann haben wir den gesamten Platz hier noch für den Rest des Jurassic Parks. Also damit schlagen wir gerade eigentlich fast zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ja, das Ganze passt halt sehr, sehr gut. Und wir haben später noch richtig viel Platz für den Park. Also ich glaube, das ist echt richtig, richtig nice. Was jetzt für uns natürlich wichtig ist. Also hier sitzen die auf dem Bild, was ihr oben rechts ja gerade seht. Hier sitzen sie auf dem Boden. Das heißt, wir müssen hier wirklich so ein bisschen so eine Kuppe schaffen. Weil man sieht auf dem Bild, dass das da steil so ein bisschen runter geht. Und dann ist da halt diese Ebene mit dem Fluss. Also es geht nicht glatt runter, das geht da eher so steil schon runter. Das heißt, wir müssen hier eigentlich schon einmal entlang gehen und das Ganze gleich einmal so ein bisschen steiler gestalten, damit es auf jeden Fall hinkommt von der Optik. Also wenn die hier sitzen, eigentlich müsste es hier wirklich ziemlich steil runtergehen. Sieht zumindest auf dem Bild mega so aus. Ich werde es natürlich versuchen, so gut wie es geht nach dem Bild zu bauen. So Leute, der Bereich ist geglättet, die Jeeps stehen an der richtigen Stelle, das heißt, wir können jetzt mal versuchen, das Ganze nachzustellen, damit wir hier so einen kleinen Blick dafür kriegen. Also, die müssten ungefähr hier vorne im Gras sitzen und so in diese Richtung schauen. Es kommt schon ganz gut hin. Wobei das hier links komischerweise wieder ein bisschen mehr runter geht. Also das Gras, wenn die Kamera so ist. Also wir müssten hier links auf jeden Fall die Kuppe noch ein bisschen absenken. Und da müsste man schauen, wie weit ist denn das Ganze dann entfernt? Könnten ja mal versuchen, das Wasser schon mal einzuzeichnen. Ich glaube, ich mache erstmal das hier mit dem Gras, dass ich das vernünftig hinkriege. Das heißt, hier vorne müsste die Kuppe quasi schon wieder so ein bisschen runtergehen. Hier würden die dann sitzen unten links. Hier würde der Dr. Hemd stehen. Ja, noch ein Stück hier absenken und dann würde es fast gehen. Dann könnten wir das Wasser fast einzeichnen. Ich glaube, ich fange jetzt einfach an, das Wasser einzuzeichnen. So, die Feinheiten kann ich dann gleich auch so noch machen. Bin echt sehr gespannt, ob wir das so hinkriegen. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. So, nehmen wir mal das Wassertool. Müssen wir jetzt eigentlich auch aus dieser Sicht so gut wie es geht machen, damit wir sehen, in welcher Distanz das sein muss. Wenn man hier so über die Kuppe guckt, da sieht man ja auch noch so ein bisschen was von dem Boden. Das Gewässer, das müsste dann hier so sein. Dieser Höhe ungefähr, ne? Ja, das kommt ganz gut hin. So, auf dieser Entfernung müsste das Wasser sein. Haben wir das auch schon mal eingezeichnet. Das ist sehr gut. Ich glaube, das kommt auch ganz gut hin. Von der Sicht her. Wartet nochmal. Ich versuche nochmal in die Kamera zu gehen. Ja, nach rechts kommt es auch, glaube ich, ganz gut hin. Also das wäre dann der rechte Teil von den, wo die Paras direkt jetzt sind. Also von der Höhe her. Und hier müssten wir dann das richtige Gewässer mal einzeichnen. Wir müssen mal versuchen. Das Gewässer versuchen, in dieser Form einzuzeichnen, wie es im Film zu sehen ist. Ist natürlich auch schwer zu erkennen, weil es sehr weit weg ist. Aber man kennt auf jeden Fall ganz klar. Wird es hier auch gar nicht so viel weitergehen, wenn ich ehrlich bin. Sonst wird es gleich problematisch und eng werden. Eine Positionierung. Also das sieht man ganz klar, das ist ganz gut. Hier geht es dann so ein bisschen rein. Und dann geht es nach hier hinten wieder so ein bisschen weg. Ich glaube, ich werde das auch später noch nach links größer zeichnen. Also hier werden wir gleich noch ein bisschen absenken. Ich meine, die Ecke da hinten werden wir sowieso nicht brauchen. Aber ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Dann werden hier die Paras sinken. Dann wäre hier nochmal so eine kleine Ausbuchtung. So in etwa. Hier nochmal ein bisschen größer. Ich glaube, das Ganze ist auch noch ein bisschen spitzer hier. So. Halt wirklich nur so eine Mini-Ausbuchtung eigentlich. Und dann geht es schon wieder
So zurück. Dann kommt nochmal so ein bisschen Land. Ich hoffe echt, ihr könnt das einigermaßen erkennen auf dem kleinen Screenshot oben links. Oben rechts. Entschuldigung. So. Es ist schwierig mit diesen Riesentools. Es ist wirklich schwierig. Ist herausfordernd, bin ich ganz ehrlich. So, ich mache jetzt nochmal die kleine Einbuchtung. Ich habe die nämlich gerade kaputt gemacht, so wie ich sie haben wollte. Jetzt machen wir... So ist sie perfekt. Okay, sehr gut. Machen wir so. Machen wir... Die ist immer noch zu klein. Vom Verhältnis her. Wir müssen da auch gleich nochmal ein Brachio platzieren, damit wir das von den Größenverhältnissen her sehen. Oh, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und dahinter ist dann auch nochmal so ein bisschen Wasser, glaube ich. Hier sind aber dann auch Büsche und Bäume vor. Ich glaube, so eine Art ist das ungefähr. Und dann geht's da einfach zurück. Das Gewässer würde dann auch noch größer werden, glaube ich. So definitiv. Ist doch jetzt ganz schön groß geworden, ne? Fast so wie hier. Müsste halt jetzt gucken, ob das hinkommt. Ich glaube, ich habe hier hinten einfach zu viel gezeichnet. Wir platzieren da gleich mal die Brachios rein, dann sehen wir das. Sieht doch schon ganz gut aus. Die Kamera zu platzieren ist aber auch schwierig. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? So, im Prinzip sehen wir jetzt die ganze Szene. Und ich habe das Gefühl, dass es noch zu weit weg aussieht. Aber das kommt auch nicht hin. Guck mal, wie klein die Brachios hier wirken und wie groß die auf dem Screenshot wirken. Schon krass, ne? Aber vom Gewässer her sieht es gar nicht so verkehrt aus, wenn man ranzoomt. Nur ist halt die Sicht hier nicht identisch. Also ich glaube, vom Gewässer her, von der Größe her, kommt schon ganz gut hin. Zumindest gerade ganz gut aus. Ja, ich glaube, die Größe ist wirklich nice. Ich weiß nur nicht, ob das nicht so weit entfernt ist. Da bin ich gerade echt ein bisschen am struggeln, weil die Kamera ist ja wirklich hier oben irgendwo. Das sieht schon... Ich weiß nicht, ob das Ganze noch dichter dran sein müsste. Bin ich mir gerade echt unsicher. Aber ich glaube, von den Größenverhältnissen kommt es allgemein einfach nicht hin. Ich glaube, der Brachio im Film und so ist einfach größer. Bin mir da gerade aber nicht sicher. Sieht irgendwie nicht ganz richtig aus, wenn ich ehrlich bin, aber... Ja, ich versuche halt wirklich die Szene nachzustellen und von der Kamera ist das ungefähr hier so. Und dann kommt das auch unten mit diesem Rand hin, also hier mit diesem hier kommt das ganz gut hin. Also der Rand von hier bis zum Gewässer. Und ja, dadurch habe ich halt so ein bisschen versucht, die Distanz zu ermitteln. Und das Gewässer sieht eigentlich auch relativ richtig aus von der Größe. Und wenn man ranzoomt, sind auch die Brachios vom Verhältnis sehr gut. Nur sieht es halt von dieser Position her aus ein bisschen weit weg aus. Aber ich glaube, wir sind schon echt auf einem guten Weg. Gut, wie wir das Ganze dann hier gestalten im Zwischenraum, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, das Gewässer ist wirklich schon sehr, sehr richtig und gut von der Größe her. Wir müssen natürlich jetzt hier auch mit den Gras-Tools und so nochmal vernünftig arbeiten. Wir hier nochmal alles begrasen, weil im Film ist natürlich auch alles sehr grasig. Nur der Rand ist braun, das ist er hier aber auch schon tatsächlich. Aber ich glaube, wir können hier sogar noch ein bisschen... Bräune hinzufügen. An der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Gerade hier vorne und so sieht das sehr, sehr braun aus. Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben. Ein bisschen grün können wir da schon noch reinmachen. Aber es sieht schon echt gut aus. Sieht schon aus wie im Film. Ich habe jetzt gerade noch den Fieder stehen. Den werde ich gleich auch auf jeden Fall noch entfernen. Also macht euch da keine Sorge. Ich habe hier natürlich noch ein bisschen Befürchtung. Wobei das Land geht auch nach rechts hier noch oben. Also hier geht das auch so ein bisschen höher noch wieder, ne? Müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Entfernen das mal. Dann gucken wir gleich mal. Also hier nach oben hin. Also es müsste eigentlich hier so übergehen glatt. Auf diese Höhe hin. Dann würde das, glaube ich, ganz gut hinkommen. Von der Optik. Dass wir hier nochmal so nach und nach das Ganze erhöhen. Ich habe nur Angst, dass ich mir gleich Wasser abreiße. Ich speichere, glaube ich, gleich auch nochmal eben. Okay. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ich muss hier aber gleich auch noch näher ran. Da werde ich jetzt aber für speichern. Das werde ich gleich auch rausschneiden. Und dann können wir eigentlich hier schon bewalden im Hintergrund. Also man sieht auf jeden Fall ganz gut. Ich mache hier erstmal die Büsche weg. Ein paar Büsche werden wir gleich auch noch platzieren. Wobei das auf dem Screenshot alles relativ grün einfach nur ist. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir noch ein Stück wegmachen müssen. Man kann es schwer erkennen, aber ich glaube schon.
Und wir müssen das halt gleich auch noch größer machen, damit das realistischer aussieht. Aber wir machen jetzt erstmal den Teil, den man im Film auch sieht. Den stellen wir gerade nach. Ich glaube, hier wird es auch noch ein bisschen erhöht. An der Stelle. Ungefähr. Das ist schon fast too much. Bisschen übertrieben. Überglätten. Und da kommen ja eigentlich schon echt viele Bäume hin an diese Stelle. Da wird das Ufer auch, glaube ich, noch mal ein bisschen brauner gemacht. So. Und so. Oh, das sieht schon sehr gut. Das sieht schon sehr nah an dem Original aus. Sehr cool. Hier geht dann auch noch mal die Baumreihe so ein bisschen weiter. Die ist so bis hier. Ungefähr. Noch ein ganz kleines Stück so. Ja, das kommt schon gut hin. Dann ist hier hinter Rasen. Und dann geht's hier mit den Bäumen. Das passt auch perfekt. Oh mein Gott. Das ist richtig nice hier. Leute, und dann geht's hier hinter nochmal wieder weiter. Ich glaube, das ist schon ziemlich nice. Hier sind dann nochmal so ein paar Büsche vor, wo gerade die Brachios stehen. Muss ich gleich mal gucken. Und dann sind natürlich vereinzelt Bäume hier noch. Hier wäre zum Beispiel noch so ein kleiner Baum. Aber ich glaube, der ist schon beispielsweise zu groß. Also wenn, dann müssten wir echt gucken, dass wir hier diese Mini-Bäume irgendwie hinkriegen. Durch Zufall. Das kann man ja ab und zu erreichen. Diese kleinen Palmbäume. So richtige Bäume wären mir, glaube ich, echt zu groß. Ich versuche jetzt den mal wegzukriegen. Halt immer Zufall. Das können wir nicht beeinträchtigen. Also hier haben wir jetzt zumindest schon mal so einen stehen. Das ist ja schon mal etwas. Ist im Spiel leider aber auch nicht besser realisierbar. Weil hier steht halt wirklich eigentlich nur ein kleiner Baum. Ich weiß nicht, ob ich da stattdessen großen machen sollte oder nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich muss hier aber sowieso noch ein bisschen Büsche und sowas machen, die im Film vielleicht nicht zu sehen sind. Einfach damit das Gewässer später ein bisschen spannender und cooler aussieht. Weil so sieht es halt ein bisschen lame aus. Aber ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen überglätten und dann bauen wir weiter. So sieht das Ganze jetzt aus. Habe hier hinten jetzt den See noch ein bisschen erweitert. Das ist jetzt so die Seeform. Finde ich eigentlich ganz cool. Also im Prinzip ist ja eigentlich nur dieser Teil hier für uns wichtig, weil der ist im Film zu sehen. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich werde hier vorne auch noch ein paar Bäume hinmachen, denke ich. Weil so richtige Büsche haben wir ja leider nicht. Deswegen werde ich hier mit den Bäumen noch ein Stück vorgehen. Auch so ein bisschen ins Wasser. Aber hier nicht die großen Bäume vorne, das gefällt mir nicht. So ein bisschen mehr in Richtung Film geht. Ist, glaube ich, schon ganz gut. Vielleicht können wir hier hinten nochmal in die Ecke noch ein paar Bäume machen. So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Ich werde auch später noch so ein bisschen Gräser und so einfügen, definitiv. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welche ich da machen werde. Aber einfach, dass wir das Ganze auch noch ein bisschen spannender aussieht. Weil wir haben halt, ganz wie im Film können wir es leider nicht machen. Ich werde aber das Ufer so ein bisschen gestalten, damit es nicht ganz so öde aussieht. Jetzt sieht es ganz gut aus. Sollte alles Dirt sein. Wir können mal so ein paar Dirt stellen. Wir können auch hier einfach nochmal, das ist ja so eine Stelle, die man jetzt nicht unbedingt sieht. Die können wir auch mal ein bisschen mehr Dirt noch machen. Macht ja nichts. Dann können wir hier auch nochmal so ein bisschen Klippe. Was werde ich aber allgemein gleich noch machen. Das alles hier ein bisschen schöner gestalten. Gerade an den Stellen, wo wir so ein bisschen frei das gestalten können. Wir müssen natürlich auch noch ein paar Bäume platzieren, die wichtig sind. Und zwar, man sieht ja noch auf dem Screenshot. Also wir müssen noch mal kurz in die Perspektive hier gehen. Die ist ungefähr hier. Da sieht man auf jeden Fall, dass links ein Baum noch ist. Ein Baum. Nicht zig. Okay, sehr gut. Das ist natürlich sehr schwer, aber jetzt haben wir schon mal eine Orientierung. Ich hätte gerne nur einen so einen schönen Baum. So. Genau. Wunderbar. Oh, der ist, glaube ich, ziemlich gut platziert. Die Bäume sind eigentlich... Der hier ist noch zu weit rechts, glaube ich. Na, der hier, die beiden müssen noch mal ein bisschen hier weiter rüber, dann passt das eigentlich. Aber das passt so auch schon ganz gut. Ich glaube, hier unten lasse ich auch einfach nur diesen kleinen Busch, der sieht schon relativ nah am Original aus. Hier werde ich auch noch mal versuchen, ein paar Sachen unterzubringen und dann bin ich eigentlich schon wirklich sehr zufrieden mit der Stelle hier, muss ich sagen. Also dieser Baum muss noch weg, weil der verdirbt einem auch hier so ein bisschen die Sicht. Da reicht mir eigentlich schon fast dieser Baum.
Vielleicht da unten nochmal ein paar Büsche hin und dann reicht das eigentlich schon. Darf es halt nicht übertreiben. Das ist echt wichtig. Ich glaube, ich lasse das hier so. Versuche nochmal hier so einen Mini-Baum hinzukriegen. Das wäre cool. Ich glaube, so ist gut, Leute. Und dann hat man hier diese Kuppe, die auch im Film zu sehen ist. Und hier sind dann nochmal die ein oder anderen Büsche, die ich leider nicht hinbekomme. Und richtige Bäume will ich davor jetzt auch nicht machen, weil das würde auf jeden Fall die Optik versauen. Aber ich glaube, das sieht schon sehr original mit dem Film aus. Also da bin ich schon echt super zufrieden mit. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt hier nochmal so ein bisschen anfangen, das Ganze interessanter zu gestalten an den Stellen, wo man nicht den Film sieht, damit das nicht so eintönig aussieht. Können wir hier mit so ein paar Klippen zum Beispiel machen. Hier einfach nochmal so ein bisschen steiler machen. Hier hinten werde ich sowieso den Berg noch nachher ändern. Hier nehme ich zum Beispiel mal so ein paar Klippen einbauen. Glaube ich ganz nice. Mal diesen Stein. Okay, cool. Sieht super aus. Too much will ich dann auch nicht. Sieht ja schon ganz gut aus hier. Oh, falsches Tool. Dieses Baum entfernen und hinzufügen ist halt auch echt schwierig teilweise, ne? Also gefällt mir das schon ganz gut. Wenn wir hier nochmal so ein bisschen Klippenübergänge mit Gras und so machen. Ein bisschen Braun mit rein. Und das sind halt alles so Feinheiten, die kann man dann später noch so variieren, wie man möchte, dass das Ganze noch natürlicher aussieht. Hier oben darf ich eigentlich nicht so hingehen mit Braun, weil das ist auch eine Stelle, die man im Film sieht. Sieht doch aber schon ganz ordentlich aus. Ich werde nachher eh noch gucken mit der Gestaltung, dass ich hier nochmal so die ein oder andere Sache überglätte. Aber Leute, wir haben die nächste Schlüsselszene geschafft und ich würde fast sagen, dass wir jetzt mal gucken, welche Dinosaurier wir da an dem Wasser sehen und dann lassen wir die frei und bringen die mal hin und schauen uns mal das Ergebnis an. Ich habe jetzt mal die Dinosaurier ausgebrütet, die ich im Film zählen konnte. Das waren 2 Brachiosaurus, 8 Parasaurolophus und 2 Gallimimus, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist jetzt die nächste Filmszene, die wir nachgestellt haben. Sie ist noch nicht ganz perfekt, es gibt noch ein paar Feinheiten und sowas. Das werde ich aber alles noch machen. Auch hier vorne und so den Bereich müssen wir alles noch weiterbauen und diese große Wiese nach hier hinten auch noch ein bisschen erweitern. Ja, aber ich bin schon sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Hier stehen dann sozusagen die Jeeps und hier ungefähr waren dann die Protagonisten im Film und haben hier runtergeschaut. Leider sind natürlich die Dinosaurier gerade nicht an den richtigen Stellen. Ich habe übrigens auch noch den ein oder anderen Feeder ergänzt. Die Tiere müssen natürlich auch was zu essen und zu trinken haben. Ist ja logisch. Ist das hier noch hügelig? Oh, und wenn schon, macht nichts. Ich habe zum Beispiel den hier hinter so ein bisschen versteckt. Den sieht man dann sozusagen von hier oben absolut gar nicht mehr. Da vorne ist noch ein Feeder. Da ist sogar gerade ein Galli bei. Und genau, da habe ich auch noch einen Feeder hingemacht. Da ist gerade der andere Galli bei. Ich werde auch in der nächsten Folge noch mehr Gallis freilassen und noch mehr Brachios auf jeden Fall. Vielleicht auch noch mehr Paras. Ich weiß nicht, ob mir 8 reichen. Oh, die trinken sogar gerade alle. Schaut euch das an. Ah, toll. Ist schon sehr gut geworden. Die eine oder andere Sache können wir sicherlich noch ändern. Wir müssen natürlich auch noch viel hier oben Brachiosauren freilassen, weil hier oben sind ja auch noch welche langgelaufen. Das heißt allerdings auch für uns, dass wir hier noch ein Gewässer und ein Feeder auch brauchen. Dass die Brachios sich auch hier oben aufhalten und das hier hinter uns so, das müssen wir alles noch gestalten. Das sieht noch alles wirklich katastrophal aus, wie ihr seht. Aber da werden wir später noch zu kommen. Im wichtigsten war es jetzt erstmal, dass wir hier die Filmszenen geschafft haben. Solche Sachen, die jetzt auch nicht im Film zu sehen sind, die kann ich ja auch nicht im Video nachbauen. Einfach so off-Video so ein bisschen und dann zeige ich euch das einfach. Weil ich denke mal, das Projekt wird so schon lang genug dauern. Ich bin aber wirklich sehr zufrieden mit dem, was wir heute erreicht haben. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden und euch hat das heutige Video gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und vergesst nicht, Leute, wir haben Dinosaurier freigelassen. Das heißt, ihr könnt wieder Namensvorschläge für diese neuen Dinosaurier in die Kommentare schreiben. 8 Parasaurolophus haben wir, 2 Brachios und 2 Gallimimus. In der nächsten Folge werden wir noch mehr freilassen. Schreibt auf jeden Fall schöne Namensvorschläge in die Kommentare. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann sozusagen in meinem Jurassic Park 1. Ich mich sehr darüber freuen. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.